So. Ja. Ich bin am Überlegen, womit ich als nächstes weitermache. Stahlrohren und Kupferdraht können wir Stratoren machen. Das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Hast du noch Festplatten im Inventar? Nein. Okay, hast du vier Stück heute erforscht? Drei, glaube ich. Okay. Ich habe drei erforscht und eine habe ich gebraucht, um das Gewehr zu forschen. Und dafür mussten wir eigentlich jetzt in die Base, weil ich werde gucken, ob ich mit den Festplatten, die wir haben, vielleicht Glück hab und ein Alternativrezept für den schweren modularen Rahmen kriege. Mhm. Weil im Moment müsste ich hier Stahlbeton produzieren, um den herstellen zu können. Und das wäre Pain. Was brauchst du? Stahlbeton. Aber für Stahlbeton haben wir ein geiles alternatives Rezept. Hast du dir das angeguckt? Moment. Das müsste im Fabrikator. Ja, aber da brauche ich ja trotzdem Beton. Ja. Wo war denn das Stahlbeton-Ding nochmal? Ich hatte doch, oder habe ich das gestern nicht genommen?
Nee, das ist nasser Beton. Ach, genau. Stimmt. Du kannst in der Raffinerie, Kevin, ja, kannst du mit 6 Dings und 5 Wasser kannst du nasser Beton produzieren. Du produzierst anstatt 15, produzierst du 80. Du produzierst geisteskrank viel. Nur mit Wasser. Also du vermischst halt Beton, Kalk mit Wasser und dann hast du nassen Beton. Das Problem ist ja nicht die Menge, sondern überhaupt Beton zu produzieren, weil ich habe keinen Kalkstein bei mir da hinten in der Nähe. Ah, I understand. Also wenn wir auch nicht alles hier mit Fließbändern über Kilometer hinweg zupflastern wollen, müssen wir uns echt was überlegen, ob wir sagen, wir bauen wirklich ein richtig großes Straßennetz mit LKWs, die dann hin und her fahren und alles. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die Blueprints sind komplett fertig, ne? Also da kannst du jetzt einfach mal gucken. Ich habe mit Straßenrand alles fertig gemacht. Ja. Weil die Rezepte, die werden ja jetzt immer krasser, ne? Ey, warte mal ab in der nächsten Phase. Das wird so aufwendig später. Also ich weiß auf jeden Fall noch, wo ich mit Max und Rumatra gespielt habe. Ja. Die haben kilometerweit über die ganze Map Fließbänder und so verlegt, um ihre Fabriken nachher hin und her zu connecten. Weil du so viel Stuff brauchst. Ja, es ist, deswegen habe ich dieses Straßending gebaut mit dem Fließband und dem Hypertube und so. Damit wir das halt nutzen können, weißt du? Ich glaube halt schon, dass das eine ziemlich geile Möglichkeit ist, um halt jetzt von... Ich glaube, das ist schon sehr nice. Moin Bambinator, freut mich. Max, hi, hi. Und Wäscher, hi.
Später wird das richtig noch Aufwand, wenn wir die Fabriken schön bauen wollen, ne? Das Stahlwerk von dir ist ein Witz dazu, was noch bald kommt. Okay. Ja, also wirklich, wenn ich diese adaptive Steuereinheit, ich baue alle Produktionen gerade ja da drüben, ne? Und ja. ich baue schon so kompakt, wie es nur geht, sogar doppelstöckig und so ein Kram. Ja. Alleine die Produktion nur für die Computer jetzt ist schon ein Riesengebäude. Und ich habe das so kompakt wie nur möglich gebaut. Okay. Ich tue die auch erstmal so grob jetzt machen, dass sie einigermaßen schön aussehen. Weil das Feintuning, das mache ich dann im Laufe der Zeit. Weil sonst wären wir hier nie fertig mit der Phase. Ja, ja, genau. Das ist, und die das nächsten ist das Sachen, die werden ja noch mehr Aufwand. Ja, also ich glaube, wir werden hier mit diesem Projekt noch einiges zu tun haben. Aber ich bin hyped, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich find's einfach nur ultra nice. Solange es schreibt Leute auch gerade jemand im Chat, genau. Also die adaptive Steuereinheit zum Beispiel, die ich jetzt gerade hier am Machen bin, das ist später einfach nur eine Unterkomponente. Ja. Aber gut, da kann man dann eh überlegen, wenn man die vielleicht nicht für irgendwas anderes braucht, ob man die Fabrik dann nutzt, um dann die nächste Komponente damit weiter zu produzieren. Ja. Warum haben die Tesla hier viereckige Räder? Das ist halt ein Witz, Junge. Das ist einfach nur ein Witz. Und es ist mega, mega wild. Der fährt bei mir gar nicht. Nee, den kannst du auch nicht fahren. Das ist einfach nur ein Joke. Wir haben sogar ein Alternativrezept. Schwerer, flexibler Rahmen. Aber der braucht auch Stahlbeton. Ach, das ist traurig. Ich will keinen Stahlbeton produzieren müssen, bitte. Finn, Dankeschön für 44 Monate und dann auch noch Tier 3. Liebe geht raus. Dankeschön, Mann.
Chat, meint ihr, das ist worth? Wenn ich das bis zum nächsten Bahnhof immer mache. Das sieht halt auch geil aus, ne? Zander? Ja. Ich hätte noch eine weitere Transportmöglichkeit für uns. Also jetzt für uns, dass wir schneller von A nach B kommen. Und zwar? Ich kann an der Seite von den Bahngleisen Hypertubes verlegen. Das heißt, wir können ganz easy mit Hypertubes reisen. Ja, kannst du machen. Also ich habe ja in die Straßengeschichte habe ich ja in das Design habe ich ja direkt Hypertubes reingebaut. Ne? Das hast du gesehen, ne? Ja. Genau, also das heißt, mit den Straßen können wir uns dann auch mit Hypertubes bewegen, aber die Schienen ist natürlich nicer, weil dann haben wir direkt einmal außen rum. Und wir haben dann ja, das ist schon cool. Also ich würde ja sagen, wir haben ja im Grunde haben wir einen großen Kreis mit Schienen und alles in der Mitte können wir mit Straßen. Ja, ja, anstiegen. Also ich würde das Innere alles mit Straßen machen. Genau, richtig. Und das ist dann der Way to go. Das heißt, wir können von einem Bahnhof zum nächsten Bahnhof über Hypertubes und von dem Bahnhof dann zu einem anderen, zu einer anderen LKW-Ladestation sozusagen gehen mit Hypertubes. Dass wir uns komplett mit Hypertubes über die Karte bewegen. Das ist unterm Strich das Beste, was wir machen können. LKW mittlerweile gut. Ey, ich habe das Gefühl, alle Sachen sind inzwischen gut in dem Game. Das ist so geil. Wie schön sauber der sich da um die Dings verlegt.
Finn, dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Oh, hier sehe ich gerade. Auf die Nerven hier. So. Vielen, vielen Dank, Finn, ne, für die Unterstützung, mein Lieber. Ich muss das anders machen. Das war verkehrt. Das sind 1, 2, 3, 4. Meine Güte, was ist denn hier los heute? Könnt ihr mal einen hier in Ruhe arbeiten lassen? Fehlendes Material. Kein Strom.
Aber das kann ich ja dann immer noch weiter ausbauen, Chat. Das ist doch eine geile Sache hier. Wie viel Strom produziert ihr? 12.000 Megawatt. So. Uns fallen einfach zu viele Dinge ein, die wir jederzeit noch machen können. Wir kriegen irgendwie alles gebaut. Bis auf die Produktion, die wir brauchen. Ich finde es aber mega geil. Ich sag's dir ganz ehrlich, das zeigt einfach, dass wir das Spiel gerade hart enjoyen. Ich hab noch gesagt, wir werden das ganze Wochenende Phase 3 nicht abschließen. Jetzt ist schon bald Mitte der Woche und wir haben es noch immer nicht geschafft. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, das ist normal. Wenn man's so spielt wie wir, dann auf jeden Fall, ja. Also in der Phase, wo wir jetzt gerade sind mit den ganzen Möglichkeiten, ist klar, dass man dann nicht so schnell vorwärts kommt. Weil wenn man jetzt hier anfängt, Schienennetze und so zu bauen, und bei der Größe, ey, wenn ich jetzt den Hyperloop heute verlege komplett, dann bin ich den ganzen Tag wieder nur daran zugange. Ja, wenn du es so machen würdest, definitiv, ja, true. Und dann ist die einzigste Produktion, die ich heute hochgezogen habe, die Computerproduktion. Was ja nicht bad ist. Ihr seid halt Bastler. Also ich enjoy das. Gestern hat erst ein einziger Spieler Phase 5 abgeschlossen. Hä, for real? Ja, ich gehe davon aus, die wird halt giga aufwendig sein, ne? Ja, aber wenn der gehustelt hat... Also wenn der einfach reingegangen ist, ohne zu bauen, Kevin, dann sitzen wir noch ein Jahr hier dran. Im Endgame ist man dann froh, dass man sich die Arbeit bereits gemacht hat, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, erstens macht es mir in der Phase, wo wir gerade sind, mega viel Spaß. Und zweitens wirst du belohnt, wenn du halt am Ende alles richtig gemacht hast und musst nicht immer 10-mal alles neu machen, weißt du? Von daher glaube ich, dass wir hinten raus auch Zeit sparen in irgendeiner Form. Aber wir enjoyen das Spiel halt auch einfach. Und das ist mir halt viel mehr wert als, ja.
Von einem Band 240 auf 120, 120. 120 auf 60. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Passt. Genau. Ich habe da, wo ich die Computerproduktion gebaut habe, jetzt noch einen Bahnhof hingezimmert. Okay. Ja, why not? Wenn das, also mit Bahnhof, dann bist du halt der Mann. Ne? Wenn du sagst, das geht noch, wir können noch Bahnhöfe bauen, dann let's go. Das musst du aber entscheiden. Na gut, wir können halt so viele Bahnhöfe bauen, wie wir wollen, ne? Mhm. Hier schreiben, bei mir schreiben gerade richtig viele, also Sadra schreibt, ich finde das klasse, dass ihr euch die Zeit nehmt und alles ausprobiert und auch schön machen wollt, regt die eigene Kreativität an und macht Laune zuzusehen, was ihr treibt. Nicht so wie bei vielen anderen, die schwebende Plattform, Dinger drauf, fertig, weiter. Was auch okay ist, ich genieße eure Art aber mehr. Ich wusste Anfang auch teilweise nicht, wie ich manche Dinge bauen soll, aber habe hier im Stream eine Menge Inspiration bekommen und nun sieht es bei mir auch ordentlicher aus. Siehste? Kevin, wir tun sogar was für unsere Mitmenschen. So ist das nämlich. Ja. Ich muss hier gerade die Züge einstellen. Thank you.
nicht richtig connected. Oh nice, man kann vom Bahnhöfen sogar Strom rausnehmen, das ist geil. Dann kann ich die Hypertubes gut hier mit Strom versorgen. Okay, die haben den jetzt alle drin in den neuen Bahnhof, das ist gut. So. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Jo. Ja, nee, das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Warum lädt er das nicht? Ich glaube, ich... Nee. Meinst du? Jo, hier. Wie heißen diese nochmal die Eisenplatten, die nicht die verstärkten, sondern die, die danach kommen? Intelligent. Aber die heißen hier anders. Oh Gott. Smart. Ja, danke. Smart Plating. Genau, danke. Wir brauchen 3 Iron Plates. 3. Für 10. So. Wie viele Rotoren bauen wir? Dann muss ich jetzt mal gucken. Ich habe einen Rechenfehler gehabt. Wir brauchen die Rotoren für die Smart Platings.
Wir brauchen die Rotoren für die Smart Platings und die Rotoren brauche ich aber auch für die Motoren. Ich baue 10 Motoren die Minute. Wenn wir das jetzt auslasten, dann fehlen uns die Rotoren, die wir brauchen, um die Smart Platings zu bauen. Oh man. Das heißt, ich muss die komplett neu bauen, die Rotoren. Ja, kann sein, Dantemoder, dass ich das gerade vertauscht habe. Mach ich aber gleich dann. Das ist halb so wild. Ich kann sogar je nachdem jetzt vielleicht sogar noch einen kürzeren weiteren Zug ins Netz speisen. Ja, die haben jetzt alle richtig. Perfekt. Jetzt muss ich jede Menge Kupferbleche holen. Frisst der Hypertube nicht auch pro Länge oder so irgendwie Strom? War da nicht irgendwas?
nur die Ein- und Ausgänge, okay. Ja, genau, richtig. Nur die Ein- und Ausgänge. Der pustet da rein, da musst du am Eingang und am Ausgang hast du ja links. Genau. Moin Archie, alles gut? Alright, Leute. Die Action beginnt. Perfekt den Schwung vom Zug ausgenutzt. Habt ihr es gesehen? Klar, und selbst wie läuft der Grind? Sehr gut. Ich habe ein komplettes Zugsystem um die Map gebaut, ein riesiges. Gestern. Jetzt fange ich an, Hypertubes zu verlegen. Eigentlich wollten wir heute gucken, dass wir mit unseren Produktionen vorankommen, aber irgendwie, weiß ich nicht, kommen in dem Spiel ganz viele andere Aufgaben dazwischen, die einen immer daran hindern, seine eigentliche Aufgabe fertigzustellen. Zumindest habe ich eine Computerproduktion gebaut. Das ist die Hauptsache. Bongo, dankeschön. Für 15. Liebe geht raus. Ich bin gerade in der Zwickmühle, Leute. Ich überlege gerade, mache ich jetzt zuerst die Hypertubes oder tue ich den Bahnhof mit der Computerproduktion anbinden? Damit zumindest schon mal die Computer jetzt in unsere Mainbase gehen und alle Überflüssigen werden dann geschreddert. Bahnhof. Also ich würde sagen, ich verlege die Hypertube bis zu dem Bahnhof, weil das ist ja direkt der nächste. Und dann baue ich den direkt. Auf Variety Time wird alles hochgeladen, Django Lino. Da sind die ersten Folgen schon oben. Ich glaube, 6 oder 7 Folgen sind schon auf YouTube. Jeden Tag kommt eine neue 2-Stunden-Folge. Rein in den Sauger. So wie es aussieht, ist die Hypertube aber immer noch so ein bisschen, dass sie leckt. Das war ja sonst auch immer ein Problem, ne?
Ausbau geht weiter, Chat. Die Eskalation erreicht neue Ausmaße. Chat, mal eine wichtige Frage. Kann man eigentlich beim Zugsystem auch Filter einstellen, dass man sagen kann, an Bahnhof XY sollen nur bestimmte Sachen abgeladen werden? Kann man auch angeben, genaue Mengen. Also, dass ich zum Beispiel 100 Gummi immer einmal haben will, wenn ein Zug rumfährt. Komm, fighten! Boah, ich bin so froh, dass ich nicht so wie Dirty Soka auf so einen toten, inaktiven Server spiele. Nö, wie die, da wo die Tube jetzt verlegt wird, ist das in Ordnung. Ich will die jetzt nicht hier irgendwie kreuz und quer über die Schiene verlegen. Das sieht überhaupt nicht gut aus.
So. Das ist richtig nervig, die zu verlegen. Jo. Hast du noch Sprit fürs Jetpack? Ja, 500. Kannst du mir was reinlegen? Ich hab keins mehr. Ich leg dir gleich 100 rein. Danke dir. Laden hoch. Danke dir. Später kann man doch, glaube ich, sogar mit dem Jetpack so richtig schweben, ne? Wow, 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 Alter! Junge, raste doch nicht aus! Was ist denn los bei dir? Baut der wieder nicht. Digga, macht mich das sauer hier manchmal. Die haben auch so viele Kleinigkeiten. Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt halb so wild, aber wäre nice, wenn sie die trotzdem verbessern, ne? Stahlrohre. Zander, kannst du mir Stahlrohre hochladen? 126 kommen. Brauchst du mehr? Ja, viel mehr. Ich verballer die wie sonst was. Hol ich dir. Ich bin die so am Verballern gerade, das ist krank. Wofür? Hypertube. Ach so. Ach, baust du die jetzt komplett oder was? Ich bin gerade dabei, die zum ersten Bahnhof zu legen, schon mal. Okay. Boah, ich will unbedingt das andere Jetpack haben. Damit man so hovern kann, meinst du? Ja, das wäre tausendmal besser zum Bauen. Auf jeden Fall. Immer dieses Leertaste-Spam nervt schon hart. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann genau den Punkt auch noch treffen willst, wo du bauen möchtest. Pass auf, ich lade dir jetzt in der Queue 400, 800, 1000 Stück rein und du sagst mir einfach, wenn du noch welche brauchst, okay? Mhm. Naja, zumindest habe ich das Achievement knappe Kiste. Nice. Bist du runtergefallen, oder was?
Ja, also über dem Dings kann ich das auf jeden Fall nicht bauen, über dem Abgrund. Das ist zu gefährlich dann. Oder ich muss halt... Das kann ich mal testen. Einfach so machen. Ich baue mir einfach ein paar seitliche Zwischenabschnitte rein. Dann kann ich immer an der Seite das dran setzen in Ruhe. Tut man eigentlich mit der Zeit voll heilen, wenn man nichts isst? Nee, nur ein bisschen. Kriegst immer ein bisschen Heilung. Und man muss also essen, um wieder voll zu werden. Richtig. Boah, wenn das im echten Leben so wäre, dann wäre ich der gesündeste Mensch auf Erden. Einfach essen und heilen. Na gut, sag mal, ab 400 Kilo kannst du aber nicht mehr gegenheilen, ey. Da wird's schwierig. Ja, aber stell mal vor, du hast irgendwie, keine Ahnung, so sagen wir jetzt einfach mal, weiß nicht, was ist richtig scheiße so? Krebs? Das Krebs, du musst einfach nur was essen und das weg. Ja gut. Aber gibt halt Schlimmeres, ne? Es geht tatsächlich auch ohne Essen, dauert nur länger. Ach echt? Ach man, Zander, jetzt habe ich wegen dir meine Nüsse gegessen. Das, out of context, ganz, ganz komische Aussage. Du hast gesagt, man muss essen, um zu heilen. Ich habe gesagt, ja, habe ich gesagt. Ich habe es gesagt. Du hast vollkommen recht. Und ich habe direkt alle Nüsse in den Mund genommen. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass du so gierig auf Nüsse bist. Die sind aber, das sind so richtig schön dicke Nüsse hier. Geil. Hört sich gut an. Ich glaube, das mit dem Hypertube ist echt eine smarte Idee gewesen hier, den so an der Seite zu verlegen. V-Mau, Dankeschön für 7 Monate. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Chat, was machen wir denn, wenn jetzt der Satisfactory-Marathon von der Sucht her so lange geht, bis der Open-End-Livestream eigentlich starten würde? Weil mit dem wollte ich ja eigentlich diesen Monat starten.
Sagt keiner was zu. Einfach durchgrinden. Junge, ich bin die Stahlrohre so am Verballern. Da kommt selbst der Upload nicht hinterher, Zander. Okay. Digga. Ich zieh dir noch mehr rein, ja? Wieso bin ich die zu sehr am Verballern? Ja, wenn du sagst, du ziehst die schneller leer als der Upload, dann denke ich mal, du wirst wahrscheinlich gleich noch mehr brauchen, oder? Ey, ich sag so, wie es ist, ne? Ich werde jetzt gleich, wenn ich dann den Zug, also den einen Bahnhof angebunden habe, einmal kurz mit dem Zug rüberkommen zum Stahlwerk. Dann hole ich welche. Ich werde also... Stahltäger oder Stahlrohre? Stahlrohre. Ja, ich wollte gerade sagen. Zum Glück hast du diese ganze Produktion so gigantisch groß aufgezogen, dass wir echt gefühlt unendlich davon haben. Sollte es sein, oder nicht? Ich bin die Teile so am Verjieten hier. Aber wenn du so Hypertube baust, die fressen die Teile auch förmlich. Richie Snow, moin, alles gut? Ja, sehr schön. Heute ist angenehm ruhig, ne? Heute sind nicht so, diese ganzen Backseat-Gamer am Start. Ich glaube, das hat was gebracht, dass ich die gestern mal schön alle getimeoutet habe. Deshu. Moin, alles gut? Arrowfrog, hi. Enyon, hi. Ich hoffe, euch allen geht's gut.
Ah, lol, man kann die Tubes mit R bauen. So. Strom. Schrauben sind echt das Schlimmste in dem Game, ne? Schrauben? Schrauben, ja. Ja, weil du halt immer vorher diese gigantische Produktion hast. Um überhaupt diese Dings zu machen. Weißt du, wenn du viel davon produzierst, dann rastet das ja immer komplett aus. Weißt du? Ja. Ich frag mich, ob die irgendwann mal die Hypertubes richtig geil ordentlich hinbekommen. Das leckt rum, ne? Ja, also das hakelt so ein bisschen, wenn man da drinne ist. Einfach mit diesem kleinen Fabrikauto fahren, Kevin. Dann löst sich alles. Alle deine Probleme sind gelöst. Also wenn du damit über die Gleise fährst, dann, wenn der Zug kommt, der wird dich so wegkicken. Den Zug juckt gar nichts, wenn der kommt. Ich war eben an der Steigung, der ist mit 200 km/h in mich reingerast.
Geil. Man kann auch innen drin, ja, man kann auch die Richtung wechseln in der Tube. Ich hätte ja gesagt, Chat, genießt die schöne Landschaft, ne? Aber ich glaube, wenn das so am Ruckeln ist, spare ich mir den Kommentar. Leider kann so niemand die Landschaft genießen. Nee, das Ruckeln hat man nur im Multiplayer. Ich hatte ja gehofft, dass sie das in Dedicated Servern verbessert haben, aber leider... Leider haben sie da gar nichts verbessert. Das werde ich gleich anders angehen. Oh krass, man kann einfach voll weit wegstehen und kann alle Splitter anschließen, ey, weil es einfach richtig geil gemacht ist, dieses Game. Unnormal.
Junge, ein Alternativrezept hat mir gerade so den Arsch gerettet, ne? Und uns viel Strom gekostet. Wir haben jetzt schon fast einen halben Industriecontainer voll mit Computern. Geil. So, kurz auf den Zug warten, Leute. Ich warte auf den Zug. Das ist so krass, Zander, ne? Was denn? Ich hab von der ARD gerade auf dem Handy einen Tweet vorgeschlagen bekommen, ne? Ja. Klimaforscher, wir kommen immer häufiger an die Belastungsgrenze. Da geht's darum, ist ja gerade in Österreich und Tschechien und Polen und so, die haben ja übelste Überschwemmungen, ne? Weil es da ja die ganze Zeit am Regnen ist. Und da geht es darum, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat und es immer häufiger solche Ereignisse gibt und sich das dadurch belegt. Ey, ich gehe nur einmal ganz kurz runter in diese Kommentare und dann stehen da nur so Sachen drin wie, von wem wird der Klimaforscher gefördert, es reicht, menschengemachter Schwindel, Regen halt, wenn es nicht regnet, ist auch nicht recht. Die Leute tun so, als wenn das alles Schwachsinn wäre. Ja. Das ist so crazy. Guck mal, also ganz ehrlich,
was will man dazu sagen? Was will man dazu sagen? Es ist halt einfach unfassbar krass, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach denken, die Erde ist eine Scheibe. Und ich schmeiß die Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben, genau in den gleichen Pott. Es ist einfach komplett lost, dass es Menschen gibt, die denken, das ist erfunden. Das ist so dumm. Also wirklich, wer ist komplett dumm? Das ist so krass, ne? Ich check es nicht. Vor allem, ich sitze hier, ich denke mir so, ja, also was ich mir halt überlege, so schreiben die das jetzt wirklich so, meinen die das so serious? Sind das wirklich so welche, die sagen, ja, das ist alles nur Gerede? Die meinen das serious. Nein, die meinen das serious. Digga, ohne Scheiß, die AfD vertritt ja genau diese Meinung. Also unabhängig davon, ob die AfD Weber ist oder nicht, das wäre schon für mich das sofortige Ausschlusskriterium zu sagen, Digga, was eine Crap-Partei, ja? Und die vertreten das. Und die Menschen, die wählen, da gibt es ganz viele, die genau die gleiche Meinung vertreten. Das ist wirklich heftig. Also, ich glaube, das ist aber halt einfach ein Problem, weil Klimawandel an sich, diese Thematik Klimawandel, ist halt voll, wird in den meisten Fällen voll falsch diskutiert in unserer Gesellschaft. Das ist halt das Problem. Das Klimawandel, das muss man sich mal vorstellen, was die Menschen nicht verstehen. Klimawandel bedeutet ja eigentlich nicht, also das Klima auf der Welt verändert sich, aber uns in Europa wird das zwar betreffen, aber nicht so hart wie viele andere Länder. Es gibt viele Länder auf der Welt, die wird das so krass treffen. Ja, guck mal, Spanien, die hatten doch Dauerdürre dieses Jahr. Ja, genau, oder auch afrikanische Länder, wo es einfach monatelang gar nicht mehr regnet. Aber uns wird das auch sehr krass betreffen. Ich hatte das jetzt, ich hatte da heute noch was zu gesehen, ein Video auf YouTube. Da haben die noch erzählt, dass zum Beispiel, was hier auf jeden Fall als erstes passieren wird, ist, dass wir häufiger so richtig krasse Mückenplagen kriegen werden. Weil die Mücken halt mittlerweile gar nicht mehr im Winter richtig sterben. Und natürlich, dass wir auch immer mehr Mücken haben, die einwandern, ne? Wie die Tigermücke. Ja, ist schon ein krasses Thema. Aber im Endeffekt, also ich finde das halt, was ich richtig übel finde, ist halt die Tatsache, dass es halt keine richtige Diskussionskultur mehr gibt, ne? Also es ist halt, wenn du, geh mir jetzt mal davon aus, du würdest jetzt unter diesem Kommentar schreiben, so Bro, ich kann dir unzählige Berichte liefern, dass es den Klimawandel gibt. Was wird der dann antworten? Dann kommt er mit irgendwelchen unseriösen Studien von der AfD und sagt, hier sind Studien darüber, dass es den nicht gibt. Also mal unabhängig jetzt von politisch, also von Parteien, wird der einfach wahrscheinlich sagen, der wird irgendwelche Totschlagargumente bringen, wo du gar nicht mehr drauf reagieren kannst. Früher war es auch schon heiß. Früher hat es auch mal öfters geregnet, solche Sachen. Ja, genau. Das steht auch voll oft in den Kommentaren, das steht da richtig oft so. Ja, ist ja nicht so, als wenn es früher auch mal warm war oder geregnet hat. Ja, genau. Ja, nee, stimmt, hast du recht. Klimawandel, nur wegen dem Klimawandel regnet es heute. Aber die verstehen das aber auch gar nicht, ne? Da geht es gar nicht mal darum, dass es jetzt plötzlich so heiß ist. Früher wurde es auch richtig heiß, aber was jetzt der Fall ist, es wird öfters heiß. Du hast mehr heiße Tage, als du sie früher hattest. Es sind halt einfach Extreme, ne? Es ist halt einfach, es geht halt immer mehr ins Extrem. Aber wie gesagt, das ist halt ein Thema, da kann man jetzt drüber reden, drüber diskutieren. Das ist halt immer, ich finde sowas immer super schwierig. Ich habe zu meiner Freundin heute auch noch gesagt, als wir rausgegangen sind spazieren, da meinte ich auch zu ihr, du musst mal überlegen, vor knapp anderthalb Wochen waren 30 Grad in der Spitze noch, abends war über 20 Grad Tropennacht und von einer auf die andere Woche wird es auf einmal nachts 6 Grad nur noch. Da hast du dir gesagt, so Schwankungen, das ist doch nicht mehr normal. Weiß ich jetzt nicht, ob das also ich bin da jetzt auch nicht so deep in dem Thema drin, aber was ich auf jeden Fall weiß, halt, dass diese Extreme, die sind halt übel, ne? Kommt auf einmal so viel Wasser vom Himmel, das ist ja nicht normal. Die ganzen Dörfer, die hunderte Jahre alt sind, wo noch nie sowas passiert ist, werden auf einmal weggespült vom Wasser. Ja, früher hat es auch geregnet. Hä? Jahrhunderthochwasser gab es schon vor 100 Jahren. Ja. Das ist richtig. Nur nicht, dass die jedes Jahr so eskaliert sind. Aber gut, ist ja auch egal. Ich, wie gesagt, ich will ja gar nicht so drüber diskutieren. Ich wollte da lang.
Ich fand's nur total faszinierend. Ich gehe ganz oft bei so Tweets, also auf Twitter, muss ich sagen, in die Kommentare. Ja, ich enjoy das nicht mehr so, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich finde halt, wie gesagt, ich finde die Diskussionskultur in Deutschland ist einfach so Arschritze. Es ist einfach nur noch, es ist einfach nur noch traurig. Du kannst die Menschen nicht mehr unterhalten, wenn die eine andere Meinung haben. Aber auf Twitter und ist das ja richtig heftig geworden. Ich kann mich noch erinnern, wo wir das damals zu Craft Attack und so genutzt haben, ne? Also da, wie selten da sowas war, dass da jemand weggecancelt wurde oder so. Jetzt hast du das Daily. Ja. Und vor allen Dingen, die klauen sich alle untereinander die Tweets, sobald die merken, irgendwas Bestimmtes kriegt Reichweite, dann klauen die sich gegenseitig denselben Tweet und so eine Kacke. Ja, also ich nutze Twitter aktuell gar nicht mehr. Ich gehe gar nicht mehr auf Twitter. Überhaupt nicht. Auf Instagram ist das, nee, gar nicht mehr. Twitter bin ich komplett raus. Ich finde das Twitter-Game in Deutschland oder allgemein überall so schlimm. Es ist aber es gibt viele, die sagen auch, das ist seit Elon Musk die Plattform übernommen hat. Ja, dass schlimmer, das so schlimmer geworden. Schlimmer geworden, ja. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, für mich ist halt Politik und Twitch ist halt. Ich habe eine Zeit lang ja Politik-Streams gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du es so mitbekommen hast. Habe ich ja sehr viel über Politik gesprochen. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Und also das war so, wo der Ukraine-Krieg losgegangen ist, da habe ich halt 8 Stunden am Tag. Boah. Ja, ich habe. Da will ich nicht wissen, mit was für Leuten du da konfrontiert wirst. Es war krank, Alter. Es war krank. Und ich sag dir, ich kann nur eins sagen. Du musst dir vorstellen, ich habe 8 bis 10 Stunden jeden Tag gestreamt, ne? Teilweise sogar 12. Und dann kamen Leute in den Chat und haben irgendwas gesagt. Aussage XY. Und ich bin dann nicht hingegangen und habe das einfach abgetan, sondern ich habe halt gelesen. Ich bin mit meinem Chat, bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt die Aussage und gucken uns jetzt an, was steckt dahinter. Und dann habe ich Quellen gecheckt. Nicht immer nur eine, sondern mehrere. Und wir haben uns alles angeguckt. Ich habe mich so tief in dieses Thema eingelesen, also von Rabbit Hole zu Rabbit Hole zu Rabbit Hole, ich bin immer deeper in diese Materie reingegangen, bis über die Krim-Tataren und was ist überhaupt der Donbass und wo kommt, was ist das, also warum ist das so interessant, warum und so weiter, also wirklich richtig deep rein. Und es kamen Leute in meinen Stream und ich wusste am Ende genau über das Thema Bescheid, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es kamen Leute in meinen Stream, die haben eine Aussage gedroppt, wie, du hast ja keine Ahnung. Dann habe ich denen gesagt, ich sage, Bro, ich weiß ganz genau, worüber wir hier gerade reden. Und der Chat wusste das ja auch. Und dann haben die genau das gemacht, was ich gerade meinte, diese Totschlagargumente, wo du, egal was du sagst, du kannst es denen nicht richtig machen. Du kannst es denen nicht recht machen. Ja. So, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, Digga, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich bin immer voll offen für Diskussionen und ich bin immer offen, mich mit Menschen zu unterhalten und mit denen in den Diskurs zu gehen, egal was für eine politische Einstellung die haben, ja, solange die mir nicht wehtun. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, die wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht, dass das nicht so ist, sondern die wollen, dass das so ist, wie sie das sagen. Naja, aber das hast du ja auch nicht nur da bei solchen Themen, ne? Also hier die Tage auch. Das ist ja auch so eine typische Reaktion, wo der eine Typ hier in meinen Stream kam, wo ich gesagt habe, wir zocken das Game, um Spaß zu haben und so. Und er dann meinte, ja, so gehst du also mit Kritik um. Wo ich mir gedacht habe, hä, was hat das? Ja, genau. Was ist ja, das für eine Kritik? Ich will ein Spiel spielen, um Spaß zu haben. Ja, das ist das halt. Ne? Und das, wie gesagt, für mich ist das halt, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir sage, ich will in meinem Stream eigentlich gar nicht mehr so über so Politik und so reden. Weil es ist immer so, du hast dann immer Leute, die haben sowieso vielleicht eine andere Ansicht oder so, die wollen aber gerade gar nicht darüber nachdenken und dann sprichst du das an und dann, boah, das ist immer so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist wirklich schlimm. Na, da kann man nur Respekt an die Leute aussprechen, die seit Monaten oder Jahren schon ihre Politik-Livestreams fahren, ne? Ja, ist wirklich krass. Also ich hab wirklich ganz klar gesagt, wegen diesen Leuten, ich mach's nicht mehr. Weil es macht einfach keinen Sinn. Du kannst dich mit einem gewissen Schlag von Menschen, kannst du dich nicht über Politik unterhalten. Geht einfach nicht. Moin, lachende Sonne. Boah, ich habe so viele Kupferbleche jetzt mitgenommen. Ach, okay, davon habe ich auch welche mit. Ich hätte, glaube ich, eher mehr von den Stahlröhren mitnehmen müssen.
Kupferbleche kann ich mal hochladen. Die sind fast leer. Moin, Hudiatex. Schaduxa, ich glaube gar nicht mal, dass das damit zu tun hat, dass die Leute teilweise dumm sind, sondern auch teilweise, wie man aufwächst oder so, ne? Ja, Bonkori, keine Ahnung, das ist auch sehr, sehr, sehr krass geworden. Aber das hast du auch in jedem Bereich. Also alleine hier bei Satisfactory in den letzten 3 Tagen, wie oft die Leute ankamen und immer wieder gesagt haben, warum machst du das nicht so, ne? Weil die wollen, dass du am besten so spielst, wie die sich das vorstellen. Die verstehen aber nicht, dass jeder, wenn er streamt, das macht, was ihm Spaß macht und Games zockt, wie er sie zockt, ne? Sievert, moin! Hast du Beton im Inventar? Beton, ja. Kannst du mir den hochladen? Ja, das würde aber jetzt kurz dauern, weil ich lade auch noch andere Sachen. Ja, mach mal, lass mal, brauchst du nicht. Alles gut. Okay. Ich gehe ihm kurz. Ja, ich bin doch bei uns in der Nähe von der alten Base, da ist doch Beton. Ich habe mir den extra frisch gerade auch noch geholt. Wir haben einfach schon wieder 9 Coupons, Kevin. Okay. Lad die gerade mal direkt wieder hoch. Da wird wahrscheinlich über Nacht noch viel mehr zusammenkommen, weil ich bin jetzt gerade dabei, den, also das Computerdings anzuschließen. Ja.
Anzinono, was macht deine Satisfactory-Sucht? Jo, ist einfach Chewbacca. Doch, Chewbacca. Hast du eigentlich Star Wars Outlaws gespielt, Kevin? Ich hab das Game, aber ich hab's nicht gespielt bis jetzt. Kam nicht dazu. Das soll aber gar nicht mal schlecht sein. Naja, es soll okay sein, so wie ich es gehört habe. Aber es soll wohl auch einige Stellen geben, die eher a little bit bitter sind. Also, der Server läuft echt richtig gut, ne? Ja. Ich kann mich echt nicht beschweren. Wir haben jetzt auch schon länger gar keinen Serverabsturz mehr gehabt. Wahrscheinlich waren das wirklich Fehler vom Spiel. Weil es kamen ja einige Updates und mittlerweile läuft das schon viel, viel besser hier. Ja, stimmt, hast du recht. Ich muss aber ehrlich sagen, am meisten freue ich mich wirklich dieses Jahr richtig krass auf Craft Attack. Nicht nur, weil wir da jetzt zusammen Gas geben, sondern das 1.21 Update ist halt wirklich richtig, richtig gut geworden. Ich freue mich eigentlich nur darauf, weil wir zusammen Gas geben, aber okay, magst mich halt nicht so wie ich dich. Ich habe gesagt, nicht nur, weil wir zusammen Gas geben, sondern weil das Update auch geil ist. Hab doch nur Spaß gemacht. Das Ding ist halt, wir haben halt unfassbar viel, was wir machen können, ne? Ja. Vor allen Dingen, wir können ja noch krassere Slime-Farmen jetzt bauen, weil es gibt ja richtig in diesen Trial-Chambers gibt es ja Spawner und alles. Nein, dieses Jahr baue ich auf gar keinen Fall mit Trimax. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Das habe ich Max auch schon selber gesagt, dass ich nicht mehr mit ihm bauen will. Das hat er auch direkt verstanden, als ich ihm das erklärt habe. Thank you.
Ey, ich lass die Computer mit einem LKW dahin transportieren, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich brauch das doch nicht alles hier mit dem Dings verschändeln, oder? Aber braucht er nicht Sprit und alles? Also Treibstoff? Kohle geht auch. Zander, du hast aber einen Blick, wenn du die LKWs baust, ne? Du musst Tankstellen und sowas machen mit Treibstoff und allem. Ich bin da noch gar nicht. Ich baue jetzt gerade die Produktion erstmal für die Motoren. Für die modularen Motoren? Ja. Oder hast du da auch richtig dick was rausbekommen? Muss ja auch wieder eine Produktion sein, dass wir Überschuss haben, weißt du? Und nicht immer nur gerade ebenso. Fixit reminds you to drive vehicles accurately through a truck station's dock area while recording a path. This ensures it will connect properly once everything is automated. The truck station can be set to load or unload, and can also refuel vehicles. Unlike some pioneers, truck stations care about saving humanity.